sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Zeitreise auf der Feste Coburg. Die drei Herren, die Sie hier in diesem Areal sehen, wir bestreiten den ersten Block. Wir sind von der Fechtschule Demikator aus Hamburg und wir werden etwas vorstellen zum Thema Fechten mit Schwert und Buckler. Die Buckler sind diese kleinen Schilde, die Sie da sehen. Und damit Sie auch ungefähr wissen, mit wem Sie es zu tun haben, da in hellbraun unser Chef Roland Warzecher. In sommerlichem Grau mit blauem Schild Ingo Petri. So, und ich, der ich noch passender angezogen bin für diese Witterung, mein Name ist Cornelius Berthold. Hallo. Schwert- und Bucklerfechten ist eine Sache, die man in der, sagen wir so, populären Mittelalter, um nicht zu sagen Verwurstung heutzutage, relativ selten sieht. Also vielleicht ist es für einige von Ihnen das erste Mal, dass Sie diese kleinen Schilder sehen. Und wir wollen vorstellen, warum, wie dieses Fechten funktioniert, weil Sie sich ja vielleicht fragen, was dieser kleine Schild überhaupt Tolles kann. Es gibt ja wesentlich größere Schilder auch. Schwert- und Bucklerfechten ist tatsächlich eine vergleichsweise populäre Disziplin gewesen, vor allem im späten oder fortgeschrittenen 13. Jahrhundert und im frühen 14. Jahrhundert. Und wir glauben, beziehungsweise teilweise kann man das auch belegen, dass es deswegen so populär war, weil es einerseits eine Vorbereitung war für das militärische Fechten, auch mit den größeren dreieckförmigen Schilden, die wir morgen vorstellen werden, ganz nebenbei. Eine Quelle aus dem Norwegen des 13. Jahrhunderts sagt zum Beispiel, dass man entweder mit einem großen dreieckigen Schild oder mit einem Buckler trainieren soll. Also das steht gleich nebeneinander. Wir finden diese Waffenkombination aber auch überall. Also auf dem Schlachtfeld, im Zivilen in Anführungsstrichen, wenn man so will. Wir finden sie als Waffe für den gerichtlichen Zweikampf. Im Sachsenspiegel, in den Sachsenspiegel-Handschriften zum Beispiel, sind Schwert- und Bucklerfechter, werden nicht nur erwähnt, sie werden tatsächlich abgebildet. Und in unglaublich vielen Handschriften aus dem Hochmittelalter finden wir kleine Schwert- und Bucklerfechter am Rand, als Randillustration. Das heißt, diese Waffenkombination war vermutlich sehr verbreitet, sehr populär und wurde nicht zuletzt auch als eine Art Sport, könnte man sagen, praktiziert. Und was wir hier sehen nebeneinander sind schon ein paar Übungsgefechte. Wir machen das schön entspannt hier. Wir haben ja keine Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Fechtmasken. Und werden jetzt Ihnen im Folgenden trotzdem sagen, wie Schwert- und Bucklerfechten funktioniert. Und wir werden vor allem am Anfang gleich, das wird Roland übernehmen, klären, was in einem Gefecht überhaupt das Wichtigste ist. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen zu Atem kommen. Erstmal von meiner Seite auch. Herzlich willkommen hier bei uns auf der Feste. Und Sie haben ja schon gesehen, wie Ingo und ich im Hintergrund etwas entspannt gefochten haben. Und nun muss man ja sagen, das sieht durchaus anders aus, als das, was wir so gewohnt sind zu sehen. Normalerweise, wenn wir Dokumentation gucken, wenn wir Videospiele spielen oder halt eben einen Spielfilm anschauen, dann wirkt alles, was dort gemacht wird, viel kraftvoller und brutaler und gewalttätiger. Und Cornelius sagte ja schon, das ist nun nicht so unsere Vorstellung davon, wie man damals gekämpft hat. Man muss ja bedenken, dass zu dem Zeitpunkt, als hier in Deutschland mit Schwert und Buckler gefochten worden ist, so wie Cornelius und Ingo das gerade vorstellen, es bereits über 2000 Jahre Geschichte des Schwertes und des Schildes gab. Das ist also nicht etwas, was einfach so mir nichts, dir nichts sich entwickelt hat, sondern eine wirklich sehr, sehr lange Tradition hat. Und wenn wir andere Handwerker anschauen, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass die Handwerker dann wussten, was sie taten. Es ist jetzt relativ schwierig zu erklären, was man handwerklich beherrschen muss, damit man in so einem Kampf, damit man so einen Kampf überlebt. Und überleben ist ja wohl das Wichtigste, oder? Ja, also wenn ich in so einen Schwertkampf gehe und ich überlebe den nicht, hat er mir nicht so viel gebracht, nicht wahr? Heute ist es so, dass wir häufig, dadurch, dass wir durch Sport geprägt sind, eigentlich immer ans Gewinnen und ans Siegen denken. Aber viel, viel wichtiger als zu gewinnen und zu siegen ist, nicht verletzt zu werden. Ich versuche also,
alles richtig zu machen, um nicht verletzt zu werden. Und erst dann geht es für mich darum, den Gegner kampfunfähig zu machen. Ich renne da nicht rein und versuche irgendwie ihn zu treffen. Und was passiert, wenn man angreift, so wie wir das aus Filmen und aus Videos kennen? Das kann man relativ schnell plakativ zeigen. Und zwar wird Ingo jetzt gleich Conan-mäßig mit einem barbarisch geschwungenen Schwerthieb versuchen, Cornelius in zwei Teile zu teilen. Er holt aus und was passiert? Noch bevor sein Schwert auch nur vor seinen Körper geführt werden konnte, hat er das gegnerische Schwert im Gesicht. Schauen wir uns das nochmal an, wie das passieren konnte. Das ist echt enttäuschend, Ingo. Wir hatten gehofft, dass du mit deiner Gewalt und Kraft... Er holt aus und... Was hat Ingo auf den Gegner zubewegt? Die Bedrohung oder dessen Ziel? Hat er sein Schwert auf den Gegner zubewegt? Schauen wir uns das nochmal an. Vertauscht mal die Rollen, vielleicht sehen die Leute das dann besser. So, wenn ich jetzt also angreife, wie ich das in etlichen Filmen gelernt habe, dass ich ordentlich aushole, um mit dem Schwert doll zuzuhauen, dann bringe ich dem Gegner ja eigentlich nur dessen Ziel entgegen. Wenn der also ganz kaltblütig, so wie Cornelius uns das zeigt, seine maximale Reichweite ausnutzt und einfach nur das spitze, scharfe Ende nach vorne hält, dann spießt sich der Gegner quasi selber auf. Und genau darum geht es ja. Wozu habe ich so ein langes Schwert, wenn ich es nicht dafür ausnutze, um es weit nach vorne zu strecken? Ja? Und dann stelle ich noch die andere Frage, wer wäre tatsächlich bereit, auf so etwas zuzurennen und glücksspielmäßig zu hoffen, dass man den anderen mit einem Hieb treffen könnte? Ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass auch im Mittelalter die Menschen durchaus ein Interesse daran hatten, ihr Leben fortzusetzen. Ich zeige euch das hier auch nochmal. Das ist jetzt also tatsächlich ein scharfes, spitzes Schwert. Bevor ich einen Gegner angreife, der bereit ist, mich hiermit zu verletzen, bevor ich ihn schlage, will ich sicherstellen, dass ich komplette Kontrolle über dieses rasiermesserscharfe und extrem spitze Objekt habe, nicht wahr? So, und wie so eine Kontrolle aussehen könnte, das erklärt uns jetzt Ingo. Herzlich willkommen zur Feste Burgung und zu unserer Vorführung. Und Roland und Cornelius werden uns jetzt zeigen, wie man den Fehler, den ich eben gemacht habe, eben nicht macht. Roland hat bereits gesagt, wichtig ist die Kontrolle über die gegnerische Waffe, dass ich also nicht einfach in den Gegner oder in die gegnerische Waffe reinlaufe. Roland und Cornelius werden jetzt aufeinander zugehen, werden ihre Waffen vor sich strecken, um sich damit zu schützen, und wir gucken mal, was passiert. Das hat Roland jetzt versucht, aber offensichtlich hat das nicht so gut geklappt. Wir schauen uns das Ganze nochmal langsam an und gucken mal, an welcher Stelle Roland einen Fehler macht. Roland und Cornelius gehen aufeinander zu, sie haben ihre Waffen vor sich und jetzt macht Roland den Fehler. Roland reagiert nicht auf Cornelius' Waffe, er kontrolliert sie nicht. Er hält einfach nur seine Waffen vor sich und Cornelius kann an Rolands Waffe vorbeistechen und Roland treffen. Cornelius nutzt dabei seine maximale Reichweite aus. Das heißt, er bleibt so weit wie möglich von Roland und vor allem von Rolands scharfen, gefährlichem Schwert weg. Ja, nochmal von der anderen Seite. Und jetzt, was soll ich tun? Ja, versuch doch einfach mal, die Kontrolle über Cornelius Schwert zu gewinnen und die Gefahr aus dem Weg zu räumen. Okay. Das sehe ich aber erst, wenn ich da stehe, oder? Das siehst du nicht erst, wenn du da stehst. Du siehst eigentlich schon vorher, was Cornelius sinnvollerweise machen wird. Danke. Cornelius kann nämlich aus der Position nur eine einzige sinnvolle Sache machen, geradeaus zustechen. Roland übernimmt jetzt die Kontrolle über Cornelius' Schwert. Er räumt das Schwert aus dem direkten Angriffsweg, kontrolliert mit seinem Buckler und trifft Cornelius am Kopf. Das zeigen wir jetzt nochmal. Gerne. Sie haben vielleicht gesehen,
Roland hat ganz kurz Cornelius' Schwert leicht zur Seite geschoben, sodass der Weg für ihn frei war, dass er nicht mehr gefährdet wurde von Rolands Schwert und Rolands Spitze vor allem und hat dann seinen Gegentreffer gesetzt. Dabei sieht man, Roland schiebt das Schwert nur ganz leicht zur Seite und nicht irgendwie Conan-mäßig Meter weit von sich weg. Das braucht er nämlich gar nicht, das kostet alles Zeit, die er in dem Moment nicht hat. Sonst würde Cornelius darauf reagieren. Ja, was das Ganze zeigt, Fechten basiert nicht auf Kraft, nicht auf Tricks oder Ähnlichem, sondern Fechten basiert im Prinzip einfach nur auf Geometrie, auf Anatomie und auf Physik. Derjenige, der Anatomie, Geometrie und Physik perfekt nutzt, wird einen Kampf höchstwahrscheinlich gewinnen. Auch wenn der Gegner ganz feste drückt, stärker, größer oder sonst was ist. Und Cornelius wird uns diese Konzepte jetzt etwas näher erläutern. Genau. Wir machen hier ein anständiges Kultur- und Bildungsprogramm. Deswegen als letzten Teil, den wir Ihnen zumuten, noch etwas Geometrisches. Sind Sie noch aufnahmefähig? Ja. Super, wunderbar. Genau. Eines der Konzepte, das wir dabei nutzen, ist, dass wir versuchen, mit unseren Armen und in Verlängerung dessen auch mit unseren Waffen eine Art Keil zu bilden. So, das, was die beiden hier jetzt machen, was sie vor sich halten, ist so eine Art Räumschild, wie bei so einer Lokomotive. So, die fährt geradeaus und alles, was da vorne drauf kommt, wird irgendwie zur Seite gedrückt. Was wichtig ist, dieser Keil muss relativ stabil sein. Ich gehe bei Ingo mal ran. Er hat die Ellenbogen schön innen, dass es wirklich ein Dreieck gibt. Und wenn ich hier dagegen drücke, geht meine ganze Energie durch seinen Körper in den Boden. So. Sie können das im Prinzip auch mal mit einem Nebenmann probieren. Ingo, wenn du mal kurz die Waffen weglässt und das Ganze einfach bloß mit den Händen machst, zwei Fäuste vorhältst, hier bin ich stark. Wir drehen uns mal. Ja. Sieht auch furchtbar elegant aus. Genau. Das ist stark. Wenn Ingo das jetzt kompromittiert und seine Ellbogen zum Beispiel nach außen dreht, so, da haben wir jetzt kein Dreieck mehr, sondern Fünfeck, wenn man so will. Sobald das passiert, war es das mit der Stabilität. Und das ist schlecht. So, in diesem Keil brauche ich also eine Art Bastion. Wenn wir das wie mit Waffen machen dann später, ist das Bollwerk, an dem der Gegner vorbei muss. Wenn Roland seine Waffen so aushält, auch sein Keil ist stabil, ich kann hier drücken, da passiert erstmal nichts. Ich muss an diesem Bollwerk vorbei, wenn ich sicher treffen will. Wenn ich einfach bloß rumgehe, dreht er sich mit. Das heißt, das ist nicht so effektiv. Ich muss irgendwie das hier manipulieren. Und wir zeigen das jetzt an der gleichen Technik, die wir vorhin geübt haben. Diesen Stich, der gegen im Prinzip auch so ein Bollwerk des Gegners kommt. Und wir schauen uns jetzt am Anfang gleich nochmal erstmal bloß die Technik an. Aus einem anderen Winkel. Achten Sie mal darauf. Auch hier wieder, wir arbeiten mit maximaler Reichweite. Die Arme sind schön gestreckt. Die Hüfte ist schön nach hinten gezogen. Und beide haben eigentlich so ein bisschen diesen Keil etabliert. Warum kommt Roland jetzt mit diesem Stich vorbei? Warum hat Ingos Keil versagt, wenn man so will? Wir legen, um das zu erklären, mal kurz die Waffen weg. Und wollt's? Ja gut, mach noch einmal. Was hier mechanisch passiert, ist schon vergleichsweise subtil. Also wenn Sie es jetzt in 5 Minuten dann gleich verstanden haben, können Sie sich echt was drauf einbilden. Okay, wir zeigen das mal ganz kurz unbewaffnet. Wenn beide ihren Keil etablieren mit den Händen und einfach stumpf frontal aufeinander zugehen, wird nicht viel passieren. So. Was also passieren muss, der Keil des Gegners wird möglichst so ein Stückchen aus dem Weg geräumt werden. Ich nenne das gerne manipulieren, um auszudrücken, dass das halt eine sehr subtile Sache ist. Und sobald Ingos Keil so ein bisschen zum Beispiel zur Seite oder nach unten geht, kommt Roland nach vorne. Das heißt, sein Keil ist immer noch auf Ingo ausgerichtet. Ingos Keil geht irgendwo schräg runter in die Wiese. Und damit kollabiert seine Struktur. Damit kann er nicht mehr kräftig sein. Er ist nach geradeaus kräftig, aber wenn diese Kraftlinie runtergelenkt wird, war es das leider. So. Ingo ist jetzt quasi so das Stück Geröll, was von der Lokomotive und ihrem Räumschild von den Schienen gefegt wird. Genau.
aber wir haben ihn trotzdem lieb. Okay, wir zeigen das Ganze nochmal mit den Waffen. So, und jetzt müssen Sie ganz genau hingucken, denn das ist wirklich subtil. Was Roland macht? Macht einmal hier, einmal da und dann einmal dort, ja? Genau, wir sehen das aus mehreren Winkeln. Was Roland bei diesem Stich jetzt macht, sobald seine Klinge Kontakt zu der von Ingo hat, ist, sie drückt die so ein ganz kleines bisschen zur Seite. Und das nicht dadurch, dass Roland wirklich zur Seite drückt, sondern er etabliert seinen Keil. Und wenn er jetzt vorgeht, werden die Waffen des anderen minimal aus dem Weg geräumt. Das Wichtige ist, sein Keil bleibt währenddessen unversehrt. Also seine Bastion, wenn man so will, bleibt intakt. Und wie Sie sehen, wir machen das ganz langsam, weil das doch eine vergleichsweise, nicht unbedingt riskante, aber es ist doch eine etwas... Ja doch, eigentlich ist es eine riskante Aktion. Also gerade mit scharfen Schwertern. Es zeigt uns, wie viel Respekt wir vor der Waffe haben. Und dass relativ kleine Details darüber entscheiden können, ob ich es schaffe, da lebend herauszukommen oder nicht. Gut, wir sind eigentlich schon fast am Ende unseres Vortrages. Ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute alles gelernt haben. Wir wissen, Bucklerfechten war eine vergleichsweise beliebte Beschäftigung im hohen Mittelalter, vor allem weil es eine Vorbereitung auf das Fechten mit Reichsschilden war. Wie gesagt, zur Erinnerung, morgen werden wir auch dazu einen kleinen Programmpunkt geben. Wir wissen, dass das Wichtigste eines Gefechtes, also das Wichtigste in einem Gefecht, was ist? Überleben, genau. Also nicht treffen irgendwie, sondern treffen können wir erst, wenn wir sichergestellt haben, dass wir den Gegner kontrollieren und selber unversehrt sind. So. Wir erreichen das dadurch, dass wir unsere Aktion so aufbauen, dass wir zuerst eine Bedrohung ausschalten und dann selber den Gegner bedrohen. Und wir nutzen dazu unter anderem geometrische Konzepte, dass wir unsere Reichweite auf Schulterhöhe ausnutzen, deswegen haben wir die Hände immer so weit oben, und dass wir versuchen, an den Waffen oder an dem Keil des Gegners vorbeizukommen. Haben wir 3-0? Ich weiß noch nicht. Wollen Sie noch mal sehen, wie Cornelius gegen mich ficht? Ich muss uns nämlich die ganze Zeit mit diesem Linkshänder abmühen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Auch das ist kein irrelevantes Detail. Wenn ich in den Kampf gehe, sollte ich natürlich gleich sehen, ist der Gegner Rechtshänder oder Linkshänder. Und die meisten Fechtbücher sind für rechts gegen rechts ausgelegt. Wir können trotzdem die Gefechte für den Linkshänder daraus entwickeln, weil wir versuchen, die Konzepte zu verstehen, von denen wir Ihnen einige heute beschrieben haben. Also, jetzt nochmal ein paar Gefechte mit Cornelius. Und für die Verabschiedung überreiche ich an Ingo. Vielen Dank, Roland. Wir schauen den beiden erstmal einfach zu. Das ist jetzt so, wie es eigentlich sein sollte, das heißt ohne Linkshänder. Was Ihnen zum Beispiel auffällt, möglicherweise, ist, dass die beiden immer sehr weit voneinander weg sind. Das ist natürlich auch eine Sache, womit Sie für sich eine Sicherheit herstellen, weil je weiter Sie weg sind, desto weniger kann der Gegner Sie treffen und desto länger Zeit haben Sie, um zu sehen, was passiert und darauf zu reagieren. Das war jetzt eine sehr klassische Technik. Roland hat Cornelius' Schwert mit seinem eigenen Schwert aus dem Weg geräumt, hat mit dem Schild sichergestellt, dass das Schwert auch aus dem Weg bleibt und hat dann mit dem Schwert einen Treffer gesetzt. Kommt noch ein hier vorne? Ja, dann einen herzlichen Applaus für die beiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir danken Ihnen auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit.